Erholung und Entspannung, ohne die Kölner Bucht zu verlassen. Heute sind wir bei Herrn Messe zu Gast in seinem Studio 53. Es gibt richtig viel hier zu entdecken. Also, folgt mir und auf geht's! Hallo! Hey, na? Willkommen im Studio 53. Philipp kommt gleich. Philipp kommt gleich, führt uns rum? Ja. Super, wir sind gespannt. Bevor Philipp uns jetzt entführt und ein bisschen rum, sind wir selber ein bisschen neugierig und gucken schon mal Richtung Sonnenbank und Richtung Massageliege. Komm! So, hier haben wir die gewarteten Megasun. Vielleicht mag er noch mal um die Ecke gucken. Prima. Und jetzt schubse ich ihn einfach aus dem Weg. Das heißt, wenn ihr völlig abgestresst von dem Training seid, könnt ihr euch einer richtig geilen Wassermassage gönnen im Anschluss. Ich bleib noch ein bisschen. So, jetzt sitzen wir hier und warten, dass Philipp um die Ecke kommt. Ich hoffe, er kommt gleich. Hallo, ich bin der Philipp. Hi Philipp. Alles gut? Dirk. Das ist super. Du bist heute zum ersten Mal bei uns im Studio 53, oder? Ja, das ist, man muss ja so, was machen wir dann als erstes, um überhaupt mal zu gucken, was wir denn so machen können. Woher kennst du das Studio 53? Studio 53 kenne ich von Anzeigen, wurde mir empfohlen, sind auch schon ganz viele Freunde von mir hier, deswegen. Okay, das heißt, wir wollen jetzt als erstes mal deinen aktuellen Trainingsstand aufnehmen. Bedeutet, wir wollen deine Muskelmasse messen. Na, das heißt, wie viel Muskelmasse du momentan hast, wie dein Körperfettanteil aussieht. Und dafür machen wir zu Beginn eine In-Body-Messung. Okay, ich glaube, ich möchte das nicht, aber das hört sich gut an. Wir machen werden dann dein Training weiter besprechen. Gut, okay, cool. Auf geht's. Ich folge dir. Du kannst jetzt hier vorne erstmal auf den Stühlen Platz nehmen. Und da führen wir auf diesem Gerät hier die Körperanalyse durch. Na, dafür müsstest du bitte jetzt einmal die Schuhe und Socken rausziehen. Schuhe, wie ich sehe, hast du schon ausgezogen. Und ich habe ein bisschen Angst. Wieso? Weiß ich nicht. Wie viel Muskelmasse du hast. Ja, wir gucken. So, jetzt Messung da und sehe. Sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, ganz genau. Ne? Also schauen wir uns das als erstmal an. Dein Körpergewicht momentan bei. Das brauchen wir nicht erzählen. Brauchen wir nicht erzählen, braucht keiner wissen. Ich Muskelmasse, bin zu fett. Ne? Über dem mittleren Normalbereich. Ich bin gut im Muskel. Was, ganz super. Genau. Jetzt guck mal die Körperfettmasse hier. Brauchen wir auch nicht genau erwähnen. Ne? Nein. Ja, nur geringfügig über den. Mach ein Foto rein. Ne? Alles klar. So. Und ja, wie du siehst, im Verhältnis zur letzten Messung, ne? Ja, Gott, was sind 16 Kilo? Was sind 16 Kilogramm, ne? Aber in Form von Körperfett waren es sogar 18 Kilogramm. Ne, wir müssen auch nicht so genau ins Detail gehen. Weil die Muskelmasse halt auch um 1,4 Kilogramm gesunken ist. Ne? Also, ich sehe schon, diese Analyse, die bringt auch Sachen ans Tageslicht, die man nicht wissen will. So ist was das, machen wir jetzt mit mir? Was wird mit dir machen? Also oder was wir können wir machen? Verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja gesagt, deine Zielsetzung ist auf jeden Fall etwas abzunehmen wieder. Mhm. Du möchtest fitter werden, du möchtest beweglicher werden und in Bezug auf deinen Golfsport auf jeden Fall natürlich deine Leistung verbessern. Mhm. Ja, dazu gehört natürlich in erster Linie Beweglichkeit. Da können wir als verschiedene Kurse empfehlen. Mhm. Und zwar beispielsweise ein Yogakurs wäre da eine interessante Sache. Hört sich gut an. Dann Ausdauertraining, Bezug aufs Abnehmen, ein Cyclingkurs beispielsweise. Also etwas Indoor-Cycling, auch das ist in Ordnung. Ne? So, und dann natürlich Krafttraining, ganz wichtige Sache. Die können wir in verschiedener Hinsicht gestalten. Und zwar einmal durch ein Vibrationstraining, was wir bei uns hier im Hause anbieten. Dann unseren sogenannten Milon-Zirkel. Das ist ein chipkartengesteuerter Zirkel, der halt auf dieser Karte programmiert ist. Und wenn du die Karte in Zukunft in das Gerät steckst, stellt sich das Gerät ganz von alleine ein. Mhm. Ne? Dann haben wir die Möglichkeit, ein sogenanntes EMS-Training durchzuführen. Das ist Training unter Strom sozusagen.
Ne? Auch ganz interessant. Das Interessante daran ist, das Ganze läuft nur 20 Minuten. Das heißt, du musst zweimal 20 Minuten pro Woche opfern, um halt deine Kraft zu trainieren. Ne? Cool. Stabilisiert vor allem deine Rumpfmuskulatur. In Bezug aufs Golfen ganz interessant, ne? Weil die Schwungbewegung muss ja, ja nun mal viel von der Wirbelsäule durchgeführt werden. Ja, das wären so in erster Linie unsere Möglichkeiten. Das kannst du dann noch mit etwas Schwimmen kombinieren und natürlich ganz am Ende schön in die Sauna springen. Ne? Okay. Das macht das ganz interessant. Also Kurse, Krafttraining, Beweglichkeit. Ne? Das ist dann gucken wir uns doch mal die einzelnen Sachen an. Sehr gerne. Let's go. Sind wir in dem Milon-Zirkel und Philipp stellt mir jetzt mein Gerät ein. Ja. Ich gebe ihm aber auch das Mikro in die Hand. So. Ja, weil alles klar. So, genau, nimm mal ruhig hier vorne Platz. Geht's erstmal los mit etwas Bankdrücken. Ne? Da loggen wir uns hier in das Gerät ein und stellen das erstmal auf deine Körpermaße ein. Ne? Und vor allem gleich wird es interessant, wenn wir in den Krafttest gehen. Den messen wir nämlich jetzt einmal. Wir schauen mal, wie viel Kraft der Dirk so hat. Ne? Alles klar, fahren wir wieder zurück. Deine Aufgabe ist es gleich, so schnell und so kräftig du kannst, nach vorne zurück. Locker lassen. Los geht's, komm. Ja, okay, nochmal gesteigert, sehr gut. Ich dachte, das ist was Entspanntes hier. Na, das war der Krafttest. Und dann können wir anhand dessen jetzt schön dein Trainingsgewicht hier einstellen. Ne? Fangen wir mit der leichten Gewichtung an. 30 Kilo ist dafür ganz gut, oder? Okay. So, bitteschön, kommt dir entgegen. Lass mal ein paar Wiederholungen durchführen. Bewegungsbereich. Wie lange mache ich das? Das Ganze über eine Minute. Du siehst die grüne Säule hier vorne. Solange wie es grün ist, wird hier trainiert. Da brennt es also schon. Sehr gut. Es brennt richtig. Komm, die letzten paar Sekunden werden angezeigt. Und dann wirst du ablegen und das Gerät lockt auch schon an der Stelle wieder aus. Super. Perfekt. Sehr gut. Kopf ist auch rot, so wie die Ampel. Alles richtig gemacht. Weiter. Was sagst du dazu? Nix mehr. Wir gucken uns das nächste an. Das ist doch richtig schwach. So, nachdem ich schon jetzt eine Runde gequält worden bin, gehen wir jetzt Richtung Rüttelplatte von Galileo. Wollen wir mal gucken, was Philipp da für mich hat. So, was machen wir jetzt? Jetzt geht's auf die Vibrationsplatte. Wir schütteln dich ein bisschen durch. Okay. Schau mal, nimm mal mit den Füßen auf der Linie 2 hier vorne, also Position 2 Platz. Genau, die ist die Linie genau mittig durch den Fuß geht, also gleichmäßig. Ne? Bisschen näher zusammen, alles klar. Wir führen jetzt ein paar Kniebeugen unter Vibration durch. Beine sind leicht gebeugt dabei, ganz wichtig. Die Hände neben dem Körper halten. Ich starte mal die Vibration. Wird gelöst. Da brennt es. Place of Beauty, es brennt überall. Super. Sehr gut. Okay. Wir gehen weiter? Wir gehen weiter. So, bevor es jetzt weitergeht, kleines Päuschen. Kleines Päuschen ist super. Ja, damit du den zweiten Teil nicht verpasst, solltest du schnell hier unten das Abo setzen. Bloß nicht vergessen, zweiter Teil wird spannend. In diesem Sinne bleibe ich nochmal ganz entspannt. Dein Aussehen, deine Visitenkarte, bis zum zweiten Teil. Tschö.